Hallo und herzlich willkommen zurück bei Our Fans, die Weisen. Wir haben eben das Tagebuch von dem Herrn Fons abgehört, beziehungsweise der ja die Auszüge von dem Tagebuch von der Elisabeth Braun vorliest. So ist das. Wartet mal kurz. Lautstärke ist natürlich ganz hoch bei mir auf den Kopfhörern. So muss das sein bei so einem Spiel. Ja, und Jarek ist jetzt wieder online, nachdem er so eine komische Tür gesehen hat. Und mit einem Licht dahinter. Und wir gucken mal, was er geschrieben hat. Fuck, ich habe vor Schreck mein Handy fallen lassen. Was ist denn passiert, Jarek? Ich dachte schon, wo bist du, Jarek? Was ist denn passiert? Oh Gott, ich... Hey, die Zeit passt gar nicht. 22:54, jetzt hier 23:03, das passt. Ich bin wieder oben. Da unten. Ich musste da weg. Warum? Wieso, was war denn? Jetzt mal ganz ruhig, Jarek, erzähl schon. Wieso, was war denn? Hallo? Die Familie von den Fotos. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Oh nein, Skelette oder was? Sie sind im Keller, in diesem Raum. Bitte jetzt beruhige dich und erzähl, was los ist. Jarek, was ist in diesem Raum? Die Familie? Aber sie müssen noch längst... Ja, die Leichen, die Skelette sind da wahrscheinlich, ne? Komm, ich nehme das Erste. Scheiße. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Zuerst habe ich das Gewehr gesehen. Es lag auf dem Boden. Und dann lagen da die Körper. Sie... Oh, verdammt. Da unten liegen drei Leichen. Es ist die Familie. Die von den Fotos. Oh mein Gott. Das kann doch nur ein schlechter Traum sein. Bist du dir wirklich sicher, dass diese Familie ist? Natürlich ist sie das. Was denn sonst? Ja, komm, oh mein Gott. In dem Fall machen wir mal die Roxy. Nee, dann hätten wir OMG schreiben müssen. Aber wie kann das sein? Wenn man bedenkt, wie lange das her sein muss. Die Leichen... Ach so, okay. Die Leichen müssten schon längst verwest sein. Es sieht so aus, als wäre das gerade erst passiert. Okay, das ist krass. Sebastian, diese brennende Kerze. Der Ofen. Was hat das alles zu bedeuten? Die Zeit spielt echt verrückt hier auch, ne? Verdammt, mir will dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Die Frau, der Mann und das kleine Kind. Scheiße, das glaube ich dir. Alle drei mit Einschusswunden. Oh Gott, das... Nee. Das ist auch ein Anblick, den du nie vergessen wirst. Da bin ich mir sehr sicher. Vor allem, wenn die noch frisch aussehen und alles wirkt so in diesem Haus, als sei die Zeit stehen geblieben. Als ob tatsächlich einfach jemand den Pauseknopf gedrückt hat. Wobei wir aber außerhalb des Hauses ja erlebt haben, dass es ein bisschen so wirkt, als ob jemand den Vorspulknopf gedrückt hat. Ne, wenn ihr euch an das Essen erinnert, was irgendwie frisch gekauft worden ist und beim Auspacken komplett verschimmelt war. Also, hier spielen böse Mächte auf jeden Fall eine Rolle. Sekten mit Ritualen, die wahrscheinlich diese bösen Mächte beschwören. Aber wahrscheinlich dadurch, dass sie quasi auf verschiedenen, ja, in verschiedenen, wie sagt man das, ihre Fühler in andere Dimensionen ausstrecken, kann ich mir vorstellen, dass dadurch
das ganze, wie nennt man das, Raum-Zeit-Gefüge gestört wird. Ich hoffe, ihr kommt ungefähr mit bei meinen super Gedankengängen. Ne, kann ja sein. Dadurch, dass aus der anderen Dimension irgendwelche bösen Mächte beschworen werden oder worden sind oder wurden, wie auch immer, haben die das Gleichgewicht quasi durcheinander gebracht. Und deswegen läuft an der Stelle die Zeit so und an der Stelle die Zeit so, warum auch immer das dann so ist, aber sie haben quasi das Gleichgewicht, den normalen Rhythmus der Welt, zumindest an diesem Ort auf der Welt, gestört. Und ja, das ist quasi so ein bisschen, wie sagt man das? Alles hat ja irgendwie meistens einen Rückstoß sozusagen, ne? Jedes Handeln irgendwie, ne? Alles, was man macht, trägt irgendwas immer nach sich. Ob es was Positives oder Negatives ist, aber oft ist es auch mal was Negatives. Es gibt ja gerne mal immer diesen bekannten Haken an der Sache. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo es einfach positiv ist. So Win-Win-mäßig ungefähr, ne? Aber oft zieht es immer irgendwas nach sich. So, ne? So mal als Beispiel, wenn wir schon mal wieder ausschweifen, als Beispiel. Es gibt Länder, denen es sehr gut geht. Ich glaube, da gehören wir auch dazu, ne? Deutschland gehört da auch zu, denen es wirtschaftlich sehr gut geht. Gesundheitlich sehr gut geht, natürlich, wenn die Wirtschaft, wobei Gesundheit ja da, glaube ich, zuzählt und so, ne? Sagen wir mal, wenn das Finanzielle super läuft in einem Land, dann es ist ja so ein bisschen so ein Schneeballeffekt, dann laufen ja auch die anderen Dinge gut, Gesundheit und so weiter, ne? Aber das, also nicht nur Deutschland natürlich, bei allen Ländern, denen es gut geht, wo die Leute ein Dach über dem Kopf haben, wo die Leute Essen haben, ne, wo die Leute Jobs haben und Familien, denen es auch gut geht und so. Und ja, das alles ist ein bisschen auf Kosten oder ist tatsächlich auf Kosten von den Ländern, denen es nicht so gut geht, wo fast bei jedem Punkt das genaue Gegenteil herrscht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Also es kann nichts Gutes geben, wenn es nichts Schlechtes gibt, sozusagen. Und es gibt meistens immer diese Schattenseite. Es gibt immer diese zwei Seiten von der Medaille, sozusagen, ne? Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen, das wird dieses, vielleicht ist diese Zeit quasi dieses negative Mitbringsel, was halt durch diese Beschwörung der bösen Mächte halt dazugekommen ist. Ne? Man kann davon halten, was man will, mit diesen bösen Mächten, die werden ihre Gründe dafür haben, die wahrscheinlich völlig, keine Ahnung, völlig aus der Nase, also völlig aus dem, ich weiß nicht, wie nennt man das? Ja, völliger Quatsch halt einfach sind. Ne, wahrscheinlich, aber die selbst denken, also die halten das für richtig und die haben ihre eigenen Gründe dafür, die sind in ihrer Blase und denken vielleicht, sie machen irgendwas Gutes, sie tun der Welt oder diesem Ort irgendwas Gutes, sie holen irgendwas, was die Welt jetzt wieder voll ins Reine bringt oder so und haben es vielleicht selbst gar nicht so gecheckt, dass das halt was ganz anderes noch mit sich bringt oder nach sich zieht. Und das ist vielleicht diese Geschichte mit der Zeit, ne? Guck mal, wie lange wir jetzt darüber gequatscht haben. Entschuldigung.
Guckel minus 100 Abos. Naja. Okay, ich würde sagen, ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Aber ich mag das. Ich mag das so, in diese Gedanken zu versinken. Ihr merkt das, ihr kennt das. Viele kennen das mittlerweile auch bei mir. An alle, die gerade neu dazugestoßen sind vielleicht. Ja, es tut mir leid. Vielleicht findet ihr es auch ganz interessant. So, es ist wie in dem Brief beschrieben. Ich mag es mir gar nicht vorstellen. Furchtbar, mir fehlen die Worte. Wir bleiben mal sachlich, es ist wie in dem Brief beschrieben. 23.06 stimmt auch nicht mehr, es ist 23.13. Aber guck mal, so lange sind wir abgeschweift. Ja, genau, der Vater. Jetzt passt die Zeit wieder. Er muss zuerst die Leichen seiner Frau und seiner Tochter darunter gebracht haben. Und sich dann erschossen haben. Oh Gott, wie grausam, die arme Familie. Aber Moment, was ist mit dem anderen Mädchen? Das ist eine gute Frage und die können wir nur mit Premium stellen, aber zum Glück haben wir ja Premium. Und ich vermisse immer noch einen ganz bestimmten Chat. Emilia. Du hast recht. Wie hieß sie noch? Emilia. Ja, genau. Was mag mit ihr passiert sein? Emilia ist eine verlorene Seele, die in diesem Haus gefangen ist. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und aus irgendwelchen Gründen nicht... Ja, aus irgendwelchen Gründen keinen Frieden finden kann. Laut Fons Aufzeichnung war sie eines der Mädchen aus dem Weißen Haus. Sie muss sich irgendwie von den Fesseln befreit haben. Das frage ich mich auch. Da sie aus dem Waisenhaus war, ist, glaube ich, klar, ne? Ich nehme das zweite mit den Fesseln. Sie musste irgendwie rausgekommen sein. Naja, so ein Dämon hat doch andere Kräfte. Aber wie, Sebastian? Die Fesseln am Bett waren nicht beschädigt. Und es war ein junges Mädchen. Ja, der Körper war ein junges Mädchen. Unmöglich, dass sie sich alleine befreien konnte und alle anderen waren tot. Sie wäre doch elendig verhungert. Wer weiß, was sie isst. Naja, guck mal, wenn dann so ein Wesen in so einen Mädchenkörper reinfahren kann, dann wird dieses Wesen auch ganz andere Dinge tun können. Deswegen werden so eine Fesseln das wahrscheinlich nicht aufhalten. Aber sie scheint ja den Vater auch zum Familienmord getrieben zu haben. Laut dem Brief war sie ja von irgendwas besessen. Immerhin schienen ja alle eine Heidenangst vor ihr zu haben. Ja, sie war von irgendwas besessen. Was auch immer es ist. Auch wieder wahr. Wer weiß schon, wozu diese Kreaturen fähig sind. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Das ist Jahrzehnte her. Ja, außer in dem Haus, ne? Inzwischen wäre sie wohl ein ziemlich altersschwacher Dämon. Heißt es eigentlich Dämon oder Dämon? Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ich glaube, es geht beides sogar, ne? Oder sie ist auch schon längst tot. Andererseits, du meintest doch, das wäre das Mädchen, was du auf dem Video gesehen hattest. Entweder du hast dich getäuscht, oder aber sie geistert gerade durch dieses verdammte Waisenhaus. Ja, das tut sie. Dämon oder Geist, tot oder lebendig, hier ist sie nicht. Verdammt, Sebastian. Ich bin nicht verdammt, noch nicht. Wenn ich das weiterspiele bis zum Ende, dann werde ich es wahrscheinlich sein. Hätte in der Reisebeschreibung für diesen Trip gestanden, dass ich irgendwann mit drei Leichen in einem Haus im Wald festsitzen würde, ich hätte die Buchung sofort storniert. Du kannst ganz schön sarkastisch sein. Ja, man sollte immer auch das Kleingedruckte lesen. Ein verdammter Albtraum. Ja, sorry, ich will da keinen dummen Spruch machen. Ein verdammter Albtraum. Ich will nicht schon wieder einen dummen Spruch machen, weswegen wir dann den Beziehungsstatus
verschlechtern. Anyway. Andersrum gesehen, wer Anyway schreibt, der hat es auch nicht anders verdient. Nein, okay, alles gut. Der Strom ist an und die anderen brauchen Hilfe. Mal sehen, ob wir dieses Funkgerät zum Laufen kriegen. Dann setze ich den Notruf ab und verschwinde von hier. Ja, das hättest du schon längst machen müssen, ey. Scheiße. Ist zu spät wahrscheinlich. Immerhin, der alte Kasten rauscht schon mal. Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch jemanden erreichen. Ich befürchte, das, was aus diesem Funkgerät kommen wird, wird nichts. Nicht das sein, was wir vielleicht erwarten. Sebastian, ich denke, es wird eine Weile dauern, bis ich die richtige Frequenz gefunden habe. Bitte versuch du es doch in der Zwischenzeit nochmal bei den anderen. Vielleicht kannst du ja Sandy oder Mika erreichen. Ich mache mir echt Sorgen. Ja, ich auch. In Ordnung, ich versuche Sandy zu erreichen. Ich werde Mika anschreiben. Ich höre mal nach, ob Samu und Ina schon in dem Dorf angekommen sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sandy kann man nicht erreichen. Sonst hätte sie sich doch schon längst selbst gemeldet, oder? Wenn sie irgendwie Empfang hätte oder irgendwas. Sie hätte sich doch schon längst selbst gemeldet. Deswegen wird das ins Leere führen. Wir können Mika fragen, wie es mit Tammy aussieht. Oder Samu und Ina, ob sie schon beim Dorf sind. Aber ich glaube, wenn sie im Dorf angekommen sind, werden die beiden uns schon informieren. Außer die Nachrichten gehen nicht wieder durch. Wenn wir Mika anschreiben, ne? Bei Sina, bei Sina. Ja. Bei Sina und Ana, Samu und Ina meine ich natürlich, nicht Sina. Geht eigentlich auch, ne? Wir nennen sie nicht mehr Samu und Ina, wir nennen sie einfach Sina. Können wir da auch machen, oder? Warum eigentlich nicht? Sina. Jo. Nein, ich höre mal nach, ob, also bei Ina und Samu, ne, da wissen wir ja, dass die halt in Sicherheit sind, also noch, wir wissen ja nicht, was in diesem Dorf abgeht, wahrscheinlich ist das ganze Dorf irgendwie besessen oder in dieser Sekte oder keine Ahnung was, natürlich werden die das nicht gleich irgendwie rausposaunen, die werden auch freundlich tun nach außen hin, also sind sie erstmal quasi in Sicherheit. Das heißt, wir werden auch Kontakt nochmal mit denen bekommen. Und ich glaube, wenn sie angekommen sind, werden sie uns auch Bescheid geben. Kann ich mir vorstellen. So, Mika weiß ich nicht. Klar, wenn es Tammy jetzt wieder super gehen würde oder so. Ne, oder wenn sie ja da irgendwas erreicht hat, würde sie sich eigentlich auch melden. Kann man genauso sehen. Ja, allerdings. Ich könnte mir bei Samu und Ina, ne, bei Sina, könnte ich mir vorstellen, dass die halt ankommen und dann sagen, hey, wir sind jetzt im Dorf angekommen, wir gucken mal da und da. Ne, hier ist das und das und das und das und wir gehen mal da und da rein. Bei Mika kann halt vieles sein, was sie vielleicht auch sehr aufhält. Deswegen frage ich da mal nach. Sandy sehe ich als unwahrscheinlich, dass da was passiert. Ne, ich frage mal nach Mika. Auch wenn ich gern Sandy nehmen würde. Oder halt Ina, aber Ina ist ja schon vergeben anscheinend. Deswegen Sandy. Also zweite Wahl. Ist nur ein Spaß, ne? Ist nur ein Spiel, nicht vergessen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt. Sonst hätte Sandy sich doch schon längst gemeldet bei uns. Dann müssten wir ja nicht wie irre nachher suchen. Mika, wo bist du? Wir machen uns Sorgen. Kleinen Moment. Sie kommt doch direkt on. Ich bin immer noch im Bürotrakt. Sebastian, Tammy muss hier lang gegangen sein. Stimmt, sie sucht ja nach Tammy, sie ist noch nicht bei ihr. Hier lag ihre Mütze auf dem Boden. Sie muss hier also irgendwo sein. Bitte, Mika, lass jetzt dein Handy an. Wer weiß, wie lange sie da schon lag. Hoffentlich findest du sie jetzt endlich.
Naja, sie geht ja direkt ran, ne? Wir haben ihr geschrieben und sie hat es ja direkt gesehen irgendwie. Und auch reagiert. Deswegen lass den Handy an, weiß ich nicht. Wer weiß, wie lange sie da schon lag, weiß ich auch nicht. Das nimmt so ein bisschen die Hoffnung. Ich nehme das Letzte. Oh, das Bild flackert schon wieder. Oh. Kündigt sich da schon wieder etwas Böses an? Ja. Oh. Oh nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. Ich hole Tammy raus und bringe sie in Sicherheit. Signalschwach. Okay, es soll uns jetzt nur sagen, dass es signalschwach ist, oder kommt Tammy gerade? Brauchen wir sie nicht mehr suchen? ja. Mika, das Signal wird schwächer, die Verbindung reißt ab. Ja, wir sagen, das Signal wird schwächer. Ich gehe schon mal ein bisschen weg vom Handy. Ich habe Angst. Signal unzureichend. Mika ist nun offline. Na, herzlichen Glückwunsch. Und es flackert und flackert und flackert. Amber. Oh Gott, du hättest mir schon viel früher davon erzählen müssen. Was? Das ist alles so schrecklich. Was? Nach dem, was ich gerade gehört und gelesen habe? Ach so, die Dateien, ja. Das alles muss etwas mit dem Verschwinden meines Vaters zu tun haben. Ich hoffe nur, dieser Gruber weiß mehr darüber, Herr, wenn er uns nicht blockiert hätte. Konntest du ihn schon erreichen? Wir sind ehrlich, ne? Ah, okay, wir können nur das antworten. Ja, aber er hat mich blockiert, als ich deinen Vater erwähnte. Oh Mann. Er hat was? Das ist aber sehr merkwürdig, findest du nicht auch? Auf jeden Fall nicht nett. Ja, ziemlich, als hätte er etwas zu verbergen. Genau. So schnell, wie er uns blockiert hat, als er den Namen gelesen hat, das muss Klick gemacht haben bei ihm. Und das muss so eine Kurzschlussreaktion gewesen sein. Oh, scheiße, und schnell weg, so ungefähr. Er muss irgendwas wissen. Es ist offensichtlich, dass mein Vater ziemlich eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Vielleicht wollte er einfach nicht mit einem Fremden reden. Moment. Ah, ich mag die Mute-Taste. Vielleicht wollte er einfach... Sorry, dass ich ab und zu jetzt gerade mal ein bisschen öfter weg bin. Aber Erkältung ist noch nicht komplett weg. Sie wird besser und alles und so, aber ist noch nicht komplett weg. Manchmal kommt der Frosch dann doch nochmal hervor. Oder Nisa oder irgend sowas, das möchtet ihr nicht hören. Also von daher, ab und zu mache ich dann doch mal so ein Räusperer, da mute ich dann nicht. Egal, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber, ja. Aber ich mache es ja trotzdem sehr gerne, weil das Spiel einfach mega ist. So wie alle eigentlich, aber Orphans ist natürlich von der Spannung her einfach der Hammer. Und, und weil ich versuche, meinen Rhythmus wieder reinzukriegen, was Folgen hochladen angeht. Und weil ich natürlich auch merke und immer mehr merke, dass sich Leute wirklich darüber freuen, wenn ich was hochlade. Und das freut mich wiederum, von daher. Vielleicht wollte er einfach nicht mit einem Fremden reden. Mit mir scheint er auf jeden Fall nicht reden zu wollen. Vielleicht hast du ja mehr Glück bei ihm. Ha. Ich glaube nicht, dass er einfach nur nicht mit einem Fremden reden wollte. Mir scheint auf jeden Fall nicht reden zu wollen. Ja, wir fragen mal. Wenn die eigene Tochter von dem Fons es versucht, könnte klappen, ne? Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich werde ihn gleich mal anrufen. Vielleicht redet er ja mit mir, wenn er erfährt, dass ich die Tochter von Henry Fons bin. Ja, das ist halt auch mein Gedanke halt so ein bisschen, ne? Dann schönen Gruß und danke für gar nichts. Geil, die will ich nehmen, die Antwort. Die will ich nehmen. Wie cool. Jetzt will ich die böse Bubenrunde machen. Danke für gar nichts, ne? Nee, ich finde es gut, dass wir hier so lange gesprochen haben, aber ich würde mal sagen, danke für ja nichts, wa? Wünsche dir noch einen schönen Tag, haust du hin. Kann sein, der Name von schien ihn zumindest zu beeindrucken. Ein Versuch ist es wert. Ja, Versuch ist es wert.
kann ja auch sein, dass der Name Fons ihn halt negativ beeindruckt hat, weil irgendwas gewesen ist. Er weiß vielleicht auch irgendwas über das Verschwinden halt, ne? Okay, dann versuche ich mal mein Glück. Er muss einfach etwas wissen. Ja, das glaube ich auch. Ich habe wirklich Angst um meinen Vater. Ja, verständlich. Das kann ich nur zu gut verstehen. Ich hoffe, er kann dir weiterhelfen. Hoffentlich ist er dir gegenüber nicht auch sein Arschloch. Immer dieses Hoffen, ne? Hoffe, hoffe, hoffe. Vielleicht verbessern wir, wenn wir das erste nehmen. Ja, sehr schön. Wie viel haben wir denn bei ihr? 54, okay. Henry, ne? Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Es könnte passieren, dass wir, dass ich bald um die Hand deiner Tochter, ne? So und so. Könnte sein, ne, Henry? Also, das wäre jetzt ein guter Moment, um aus deinem Loch rauszukommen, weil, sonst, frage ich dich gar nicht. Sonst kann ich ja gar nicht um deinen Segen bitten. Von daher, ne, ist ein guter Moment, dich jetzt mal erkenntlich zu zeigen. Okay. Gibt's denn etwas Neues von deinen Freunden? Nichts Positives, das Ganze wird immer verrückter. Ich fürchte, so langsam, ihnen läuft die Zeit davon. Das wissen wir ja nicht, ob uns die Zeit davon läuft. Nichts Positives klingt so abhakend, ne? Ich nehme mal das mit dem verrückt. Das tut mir sehr leid, Sebastian. Aber deine Freunde, das Verschwinden meines Vaters, dieser Gruber. Es hat alles irgendwie mit diesem Waisenhaus zu tun. Wir müssen so viel wie möglich über diesen Ort herausfinden. Dort laufen alle Fäden zusammen. Das spüre ich. Mensch, du bist ja ein richtiger Sherlock. Meine Güte, ey. Krass. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Ja, ohne Zweifel. Dann lass uns keine Zeit verlieren, Amber. Aber es, ne, ist natürlich trotzdem gut, dass sie es nochmal erwähnt. Das muss auch einfach sein. Also das haben die Entwickler schon richtig gemacht, ne? Das, weil der Spieler soll ja bewusst in diese Richtung gelenkt werden, ne? Dass es alles damit zu tun hat und so. Und deswegen sollte sowas auch immer mal wieder erwähnt werden, so reingestreut werden. Und deswegen finde ich das auch durchaus richtig, dass sowas zwischendurch immer mal wieder erwähnt wird, ne? Weil sowas brennt sich da noch ein bisschen ein, so. Ne? So diese ganzen Sachen, die sie nochmal erwähnt, die Freunde, das Verschwinden, das mit dem Gruber, ne? Dass das alles irgendwie zu diesem Waisenhaus führt. Und ich wette, das, wo, ich glaube, Marco heißt der, ne? Von dieser anderen Bande, die da diese Kirche oder was gefunden haben. Ja. Dass sie auch zum Waisenhaus geführt werden. Vor allem, nachdem er so ungläubig war, nachdem er ja mehrmals gesagt hat, ne, ach, jetzt erzähl doch keinen Scheiß, so ungefähr, deine Freunde machen einen Scherz und du bist der Neue und so, ihr erinnert euch, deswegen erst recht. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät. Ja, ohne Zweifel, dann lass uns keine Zeit verlieren, Amber. Ja, ohne Zweifel, ich stimme ihr einfach zu. Schade, nicht verbessert. Ich werde mir jetzt diesen Gruber zur Brust nehmen. Ich melde mich später. In Ordnung, wir reden später. Okay, viel Erfolg. Ich wünsche dir mal viel Erfolg. Und nicht verbessert, das kann doch nicht sein. Mann! Was? Sandy ist online? Jetzt ist interessant. Hallo? Geht die Nachricht durch? Komm, wir antworten einfach nicht. Wir tun es, als ob sie nicht durchgeht. Wir ghosten jetzt einfach. Ne? Ihr wisst ja aus meinen ewigen Dating-Geschichten von Argus zum Beispiel oder auch, wo habe ich das noch? Ich habe auch bei Healing gemacht, ich glaube. Immer mal wieder zwischendurch. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Ghosten steht ganz groß. Es wird ganz groß geschrieben heutzutage. Von daher, Sandy, es tut mir leid. Die Frauen machen das sehr gerne. Die Kinder im Hintergrund finden das auch witzig. Sorry. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.
Das war's mit Let's Play Orphans. Okay, nein, wir gucken mal. Wir sind ja nicht so, ne? Wir sind ja cool und so. Von daher, Sandy Jagd ist auf der Suche nach dir. Wir machen uns große Sorgen um dich, Sandy, endlich. Ja, endlich ist irgendwie so. Ja, komm, wir sagen direkt mal, dass Jarik auf dem Weg ist. Da vermitteln wir ihr gleich so eine Info, das ist gut. Außer die Nachricht kann nicht zugestellt. Doch wird sie, okay, das ist schön. Oh mein Gott, Sebastian, ich bin so froh, dass du antwortest. Ich konnte die ganze Zeit niemanden erreichen. Ich habe so furchtbare Angst. Ich. Ja, und wisst ihr, was mir jetzt gerade noch für ein Gedanke durch den Kopf schießt? Und zwar, wir hätten es doch versuchen können, bei ihr sie zu erreichen, einfach weil es ja hätte sein können, so wie jetzt, sie erreicht niemanden, aber wir erreichen sie. Ne? Wobei ich mir vorstellen kann, wir sind ja nicht die Einzigen normalerweise. Irgendwer aus der Gruppe wird es ja immer mal wieder probieren. Eigentlich, ne? Immer mal wieder versuchen, oh, ich versuch nochmal Sandy, ich versuch nochmal Sandy, ich versuch nochmal Sandy. So in etwa, ne? Die werden ja nicht einfach ein paar Mal, zweimal versucht haben und oh, geht nicht und wir versuchen es nie wieder. So ungefähr. Ja, allerdings... Die Chance ist natürlich größer, dass jemand durchkommt, wenn es mehrere probieren. Deswegen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber egal, sie hat sich ja bei uns zum Glück gemeldet. Sandy, wieso bist du einfach weggelaufen? Jetzt beruhige dich erstmal. Wo bist du jetzt, Sandy? Ich will nicht fragen, warum sie weggelaufen ist. Beruhige dich erstmal, wo bist du jetzt, Sandy? Wichtig ist zu wissen, wo sie ist, glaube ich. Falls der Kontakt jetzt wieder abbrechen sollte oder so, dass wir sofort wissen... Wo sie nicht ist. Ich weiß es nicht. Irgendwo im Wald. Super. Ich bin einfach losgerannt. Scheiße. Aber warum? Nur weg von diesem Ort. Oh oh. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Und ich ahne nichts Gutes, Leute. Oh Gott, ich finde hier niemals raus. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Ich mache mir solche Vorwürfe. Das bringt jetzt aber auch nichts mehr. Die arme Tammy. Ja, das war ziemlich leichtsinnig. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo du bist. Du hattest einfach Angst, Sandy. Ja, komm. Vielleicht verbessern wir. Ja, sehr schön. Wie viel haben wir denn mit Sandy? 73. Boah, nice. 73, das ist gut. Was soll ich denn jetzt noch machen, Sebastian? Hier ist weit und breit nichts außer Bäumen und diesem verfluchten Nebel. Aber du sagtest eben, Jarik wäre auf der Suche nach mir? Dann ist der verrückte Kerl mir tatsächlich nachgelaufen? Ich habe es irgendwie gehofft. Oh, er hat deine Kette an einem Baum gefunden, hast du deshalb deine Kette an diesem Baum gehängt? Wir wissen nicht, ob sie die da dran gehängt hat, deswegen, er hat sie gefunden, sage ich einfach nur mal. Die reine Information. Meine Kette? Oh oh, sie hat sie noch um, oder? Stimmt, sie ist weg. Sie hat sie doch nicht mehr um. Ich muss sie verloren haben. Aber wer hat sie denn da so schön drum gebunden? Sie hing an einem Baum? Wir haben sogar das Bild noch. Seltsam, oder? Sieht fast so aus, als hätte sie jemand dorthin gehängt. Sebastian, wo genau ist Jarik gerade? Such nach einem alten Gebäude. Es kann nicht weit weg von dir sein. Da war dieses alte Haus. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Da war ein Haus mitten im Wald. Es brannte Licht. Ich glaube, die Info mit da brannte Licht ist nicht verkehrt, ne? Weil man, da kann man danach suchen. Bitte, Sebastian, hilf mir, ihn zu finden.
Oh, ich ahne nichts Gutes. Ich ahne ein Rätsel. Signal schwach. Sandy sind offline. Das ist auch nicht gut. Sandy ist wieder online. Oh. Sebastian? Alter, Leute, Signal unzureichend. Diese Geräusche. Sandy muss dieses Steinhaus finden. Sandy, das Signal bricht ab. Bist du noch da? Sie muss das Haus finden. Wir dürfen jetzt nicht hier irgendwie rumschwafeln. So wie ich es eigentlich das ganze Let's Play schon lang mache. Nachricht konnte nicht gesendet werden, Sandy ist offline. Jarik, endlich, Sebastian. Das Funkgerät, da ist jemand, da ist ein Signal. Sie kommt uns retten. Wer kommt? Jarik, ich habe Sandy erreicht, was für ein Signal. Wer kommt euch retten, Jarik? Das interessiert mich, sorry, das interessiert mich gerade. Nachricht konnte nicht gesendet werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Es ist wunderschön. Oh nein, nein. Es ist wirklich Emilia. Hör mir bitte zu, Sandy ist auf dem Weg zu dir. Wovon redest du? Jarik, verdammt, meine Nachrichten gehen nicht durch. Wir erwähnen jetzt mal Sandy. Das triggert ihn hoffentlich. Oder auch nicht. Scheiße. Emilia kommt zu ihm. Oh nein. Ich spiele mal ab. Eine Sprachnachricht. Es ist so wunderbar. Ich spiele es doch noch nicht ab. Diese Stimme. Es ist so. Okay, jetzt. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Kopfhörer, Leute. Kopfhörer. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, vor allem am Ende, wo es so ruhig war, dass gleich nochmal so ein lauter Schrei oder sowas kommt. Deswegen habe ich gerade gesagt, bitte nicht. Die überziehen gerade schon wieder, aber ich hoffe, dass wir auch gerade in Richtung Heck kommen, aber ja. Es ist so wunderbar, diese Stimme. Es ist so. Jarik, das Geflüster ist nicht zu verstehen. Oh Gott, schalte das Funkgerät sofort aus. Bitte, du darfst sie nicht beachten. Wartet mal kurz. So, hier. Es scheint ein bisschen so zu sein. Ich glaube, wenn wir Memos abspielen, dass dann die Hintergrundmusik ausgeht, oder? Kann das sein? Ist ja nicht schlimm, wir können sie ja wieder anstellen. Aber es fällt, ist aufgefallen gerade zumindest wieder. Jarik, das Geflüster ist nicht zu verstehen. Oh Gott, schalt das Funkgerät sofort aus. Bitte, du darfst sie nicht beachten. Ja, schalt's aus. Aber es ist ja so schön. Ja, diese Stimme. Aber... Du hast es doch gehört. Endlich. Alles wird gut werden. Sie klingt so. Bitte, Jarik, denk an Sandy. Du musst weg von dort, bevor es zu spät ist. Jarik, Mika braucht dringend deine Hilfe. Sandy, wir erwähnen Sandy. Sandy? Ach ja, Sandy. Aber sie ist doch selbst schuld. Sie ist fortgelaufen. Sie hat es nicht anders gewollt. Und Mika. Es passiert doch gleich irgendwas. Tammy und Leon werden sich schon um sie kümmern. Bald hat es ein Ende. Sandy ist online? Jarik, diese Stimme, du darfst nicht auf sie hören, bitte, jetzt dreh du nicht auch noch durch. Hat es nicht, Jarik, denk an Leon, diese Stimme manipuliert dich. Denk an Leon, komm, wir versuchen irgendwie zu triggern mit den Namen. Oh mein Gott,
Ich wusste es. Ich wusste es. Ich dachte, sie springt gleich voll auf uns drauf. Also, nicht auf uns, ne, sondern auf die Kamera sozusagen. Hör auf damit! Du bist doch an allem schuld. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Hallo? Deine Nummer auf diesem Foto. Was ist denn jetzt los? Mika hätte dich niemals kontaktieren dürfen. Du bist schuld, Sebastian. Wir sind bei Beziehungsstatus 50, ne? Also wir sind nicht unter 50. Sandy, Sebastian? Ja? Sandy, wo bist du gerade? Gott sei Dank, da bist du wieder. Sandy, du warst plötzlich weg. Ja, dass sie weg war, haben wir gemerkt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wer weiß, wie lange wir Empfang haben. Ich habe das Haus tatsächlich gefunden. Endlich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich dachte schon, ich würde hier ewig herumirren. Danke, Sebastian. Ohne dich hätte ich Jarek niemals gefunden. Du solltest nicht zu Jarek gehen jetzt. Und ganz ehrlich, ich freue mich so sehr, ihn wiederzusehen. Nein, Jarek, ich fürchte, er dreht auch durch. Geh da lieber nicht rein, Sandy. Sandy, warte, da stimmt was nicht. Wir schreiben, sie soll warten. Nachricht konnte nicht gesendet werden, es kann doch nicht sein. Ich wollte es mir selber lange nicht eingestehen. Oh oh. Aber das mit Jarek und mir. Das war schon was Besonderes. Sandy, bitte, bleib da weg. Jarek, es ist wie bei Tammy. Du musst umkehren, Sandy. Wisst ihr, was ich jetzt mal probiere? Wisst ihr, was ich habe ein bisschen das Gefühl, dieses Nachricht kann nicht gesendet werden. Reagiert ein bisschen auf diese Signalwörter. Ne, wir haben doch eben geschrieben, warte. Und dann konnte es nicht gesendet werden. Wenn wir jetzt schreiben, Sandy, bitte bleib da weg. Ne, von wegbleiben sozusagen, wäre ein Signalwort, dass wieder irgendwas nicht durchkommt. Umkehren wäre so ein Signalwort. Aber wenn wir jetzt schreiben, Jarek, es ist wie bei Tammy. Vielleicht hilft das ja. Wir probieren das mal. Es hat genau gar nicht geklappt. Ich glaube, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, frage ich ihn, ob wir es nochmal miteinander versuchen sollen. Ich mag ihn wirklich sehr. Was? So haben wir aber nicht gewettet, Fräulein. Ich habe doch nicht umsonst 70 Sympathiepunkte bei dir gesammelt. Oder 74. 73, verdammt. Okay, dann habe ich es auch nicht verdient, wenn ich nicht richtig rate. Ich mag ihn wirklich sehr und ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat auch noch Gefühle für mich. Sandy, du bist da nicht sicher. Bitte verschwinde von dort. Oh verdammt, Sandy, verschwinde. Kann nicht zugestellt werden, ja. Das geht nicht gut aus. Leute, das geht nicht gut aus. Aber das bleibt unter uns. Okay, Sebastian? Scheiße. Signalschwach. Ich befürchte nichts Gutes. Ich befürchte auch das Ende von Episode 2 irgendwie. Sebastian, bist du da? Scheiße, Leute. Wieso sagst du denn nichts? Jarek ist online? Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Signal unzureichend. Sandy ist nun offline. Ja. Und ich immer weiter weg vom Bildschirm. Jarek, dieses beschissene Funkgerät. Ich kriege absolut kein Signal. Oh Gott, Jarek, ich dachte schon, du wärst auch. Bist du in Ordnung, Jarek? Was ist da eben passiert? Wir fragen, ob er in Ordnung ist. Wir wissen, was passiert ist, deswegen. Und er weiß es selbst nicht. Naja, bis auf die Tatsache, dass ich hier in einem Haus mit drei Leichen sitze. Er ist wieder normal. Meine Freunde in einem Spukschloss festsitzen und den Verstand verlieren. Ja, so wie du.
und ich verdammt nochmal keinen erreichen kann mit diesem Funkgerät. Danke der Nachfrage, soweit geht es mir gut. Ja, ich kümmere mich doch gerne, ich frage doch gerne mal so, ne? Mich interessiert schon, wie es um meinen Liebsten geht. Ich versuche die ganze Zeit einen Notruf abzusetzen, aber ich kriege hier keinen dran. Nein, du hattest ein Signal und warst plötzlich so... Jarek, du warst plötzlich wie weggetreten. Erinnere dich, Jarek, da waren diese Stimmen. Wir müssen es ihm sagen. Wir müssen es ihm sagen. Aber wir müssen ihm auch sagen, dass er Signal hatte und jetzt keins mehr haben sollte. Geht's dir gut, Sebastian? Ich sitze hier die ganze Zeit und versuche, jemanden zu erreichen. Nur Rauschen, sonst nicht, nix. Er schreibt nix, nicht nichts, ne? Kleines Detail. Es wird extra in dieser Chatsprache geschrieben, weil man ja oft dann nix schreibt, ne? Sehr cool. Aber das Funkgerät, die Stimmen. Bitte, Jarek, hör mir zu. Jarek, ich verstehe das nicht. Hör mir zu. Ich glaub's nicht. Oh. Da kommt Sandy. Gott sei Dank, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh Gott, ich habe Angst. Nein, 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 nein. Ich melde mich gleich wieder, Sebastian. Nein, 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 nein. Hat das vielleicht mit dieser Zeitschleife zu tun? Dass er... Vielleicht haben wir auch was erlebt, was er noch gar nicht erlebt hat. Wie bei diesem Autounfall. Scheiße. Das kann es doch sein, oder? Die Zeit steht doch da drin still. Und wenn die jetzt, nehmen wir mal an, die läuft dann so ein bisschen weiter wieder. Sozusagen. Und dann gibt's Empfang auf einmal. Weil wenn die Zeit da irgendwie stehen bleibt da drinne, dann kann man ja auch kein Signal finden. Und was, wenn wir gerade wieder so eine Vision hatten, sozusagen? Das Spiel macht einen fertig. Nein, wir müssen reden. Jarek, warte. Dieses Funkgerät, lass die Finger davon. Ja, lass die Finger davon. Yo, natürlich ist er offline. Ina und Samu. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Wir haben das Dorf erreicht, Sebastian. Nice. Sehr gut. Wie geht's Samu? Konntet ihr schon einen Arzt für Samu finden? Hoffentlich kann euch da jemand helfen. Wir fragen mal, wie es ihm geht. Vielleicht erzählt sie uns auch dann, dass sie halt irgendwie wen schon gefunden haben. Da schreibt er selbst, ich bin okay. No, denn ich habe zwar tierische Kopfschmerzen, aber am meisten ärgert mich, dass wir die Suche nach den anderen abbrechen mussten. Oh, das ist wirklich selbstlos irgendwie, ne? Sehr cool. Samu versucht mal wieder den harten Mann zu markieren, Ina. Ich finde trotzdem, dass ich das ein Arzt ansehen sollte. Aber ich denke, heute können wir das vergessen. Oh, ein Video. Ich muss auch bald aufhören. Ich hoffe, die ganze Zeit, dass gleich ein Hack kommt oder ein Ende oder so. Ganz schön unheimlich hier. Stockdunkel und totenstill. Komm, wir gehen jetzt erstmal schauen, ob wir irgendwo Hilfe finden. Das ist wirklich unheimlich. Das ist echt ziemlich unheimlich. Das wirkt ja wie ausgestorben. Ihr müsst es zumindest versuchen. Nee, versuchen ist, glaube ich, scheiße. Ich würde da nicht einfach irgendwo reinrennen. Absolut, man könnte einen Horrorfilm drehen, so still ist es hier. Vielleicht doch eine Geisterstadt. Aber wir sehen uns mal weiter um. Vielleicht finden wir ja wenigstens den Dorfscheriff. Oh Mann, Leute. Irgendjemand muss uns doch helfen können. Hoffentlich nicht. Emilia. Okay, passt aber bitte auf euch auf. In Ordnung, ich wünsche euch viel Glück. Bitte haltet mich weiter noch für laufend. Passt auf euch auf. Ne? Unser roter Faden.
Also, wir melden uns, sobald es etwas Neues gibt. Ja, gut. Hätten wir, siehst du, dann wissen wir schon, dass wir das mit Halt uns auf dem Laufenden nicht hätten nehmen brauchen. Das ist schon mal gut. Anni schreibt, hey Sebastian. Ich muss gleich einen Cut machen. Das hilft nichts. Sorry, dass ich dich vorhin so abgewürgt habe. Das war tatsächlich der Rückruf der Polizei. Und was haben sie gesagt? Anni, das sind gute Neuigkeiten. Jetzt sag mir bitte, dass sie Hilfe schicken. Und wir fragen mal, was sie gesagt haben. Eigentlich dumm, weil eigentlich, sie will uns das ja eher mitteilen damit, ne? Warum fragen... Egal. Moment. Sie haben die zuständige Dienststelle informiert. Hilfe ist also unterwegs. Danke, Anni. Es sind tolle Nachrichten. Hoffentlich geht es denen nicht wie Sam und Ina. Endlich. Das wurde aber auch Zeit. Ja, danke, Anni. Nicht verbessert. Ich dachte, wir verbessern, weil wir Danke sagen und so. Ja, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Und trotzdem könnte ich noch die Wände hochgehen vor Sorge. Ich habe Sorge um Sandy oder um Jarek. Das ist nur verständlich, Anni. Mach dich nicht verrückt. Hilfe ist unterwegs zu ihnen. Mika wird sich schon bald bei dir melden. Wohl auf und in Sicherheit. Verschlechtert, meine Fresse. Was ist denn mit dir los? Also, die ist echt, das ist echt eine harte Nuss, die Anni, ne? Diese Warterei macht mich echt fertig. Ich bin einfach so furchtbar angespannt, Sebastian. Mika ist online. Versuch's positiv zu sehen. Endlich passiert hier überhaupt mal etwas. Alles, was wir jetzt tun können, ist warten, Anni. Ja, ich bin auch erst beruhigt, wenn ich weiß, dass sie in Sicherheit sind. Ja, vielleicht... Sie funktioniert, glaube ich, so, dass wir ihr die ganze Zeit zustimmen, oder? Ich versuch's mal. Anscheinend funktioniert sie so auch nicht. Ich hoffe nur, Mika meldet sich bald. Dann hat dieser Albtraum endlich ein Ende. Ja, sie hat sich gerade also sie ist online, ne? Jo. Verdammt, Tammy. Sie klingt so verzweifelt. Mika, hast du sie endlich gefunden? Was ist mit ihr? Wo bist du? Oh Gott, endlich. Was ist mit ihr? Wo bist du? Sie muss ganz hier in der Nähe sein. Warte. Oh oh. Oh oh. Okay, anscheinend war sie aber bei Verstand, ne? Wenn sie ruft, hilf mir. Sie muss hinter einer der beiden Türen sein. Aber mal scheint ihre Stimme von rechts, mal von links zu kommen. Ich habe solche Angst. Ich traue mich gar nicht, in einen der Räume zu gehen. Aber du hörst es doch selbst. Tammy braucht Hilfe. Ich verstehe, dass du Angst hast. Ich habe ein mulmiges Gefühl, du solltest nicht dort reingehen. Ja, ich habe ein mulmiges Gefühl, es tut mir leid. Aber sie war die ganze Zeit besessen und auf einmal ruft sie um Hilfe, wo Mika in der Nähe ist. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Aber ich kann sie jedoch nicht alleine zurücklassen. Sieh, du hast es doch selbst gehört. Nein, ich gehe auf keinen Fall ohne sie. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Können wir nicht mal zum Heck kommen langsam? Das gibt's ja nicht. Wartet mal kurz. So, bin wieder da. Musste mal wieder kurz unterbrechen. Ja. Ihre Stimme scheint von links zu kommen. Ich glaube, es ist die rechte Tür. Ich kann nicht ausmachen, aus welchem Raum ihre Stimme kommt.
Können wir es uns denn nochmal anhören? Hier, ne? Ich glaube, das hier. Wir hören nochmal rein. Ja, toll. Also von links oder von rechts? Rechts? Das klingt nach links. Das klingt wieder nach rechts. Ich habe keine Ahnung. Soll das wieder irgendein Rätsel sein? Tendiere tatsächlich ein bisschen für links. Weil man geht ja irgendwie da, man denkt an rechts, weil es als erstes auch kommt. Aber ich tendiere so ein bisschen für links, weil es klingt, die linke Tür scheint näher dran zu sein. Und es klingt so, als ob sie ziemlich nah dran ist. Deswegen. Weil ich finde, es klingt trotzdem, auch wenn sie nach rechts schwenkt, so, nicht als ob das von weiter weg kommt, so ungefähr, ne? Deswegen, ich versuch's einfach links. Ich weiß nicht, ob die Vermutung richtig ist mit der Entfernung. Ja, ich glaube auch. Okay, ich gehe jetzt da rein. Ja, wenn nicht, gehst du da rein. Wenn du da nicht gehst, gehst du halt in die andere Tür. Mein Gott. Oh. Das Spiel denkt sich so, Gucke, jetzt lass deine dummen Sprüche mal sein. Deswegen erschrecke ich dich gleich. Oh, annehmen. Oh. Ich glaub, sie war da nicht drin, oder? Was war das? Was ist passiert? Mika, bist du okay? Bist du okay? Mika ist offline, es war so klar. Und jetzt ruft Tammy an. Scheiße. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich geh ran. Ich werde sie alle töten. Nichts kann sie jetzt noch retten. Was, war das für ein Geräusch? Bitte? Es war auf jeden Fall irgendeine dämonische Stimme und dann irgendwas, was sich angehört hat, als ob jemand versucht, seinen Rasentrecker zu starten oder so. cool, wir sind beim Hacken, das passt von der Zeit bei mir. Wird die nächste Folge auch wieder ein bisschen länger, die abendliche. Was immer ein bisschen nervig ist tatsächlich, dass sie auch länger dauert, dann hochzuladen, leider, ne, natürlich. Okay, das kennen wir. Hier ist es das Übliche vom Text her, also haben wir noch Notizen. Das Haus im Wald. Jarek ist auf der Suche nach Sandy ebenfalls in den Wald gelaufen. Dort hat er ein altes Haus entdeckt und versucht, Hilfe zu finden.
irgendwas Schreckliches muss dort passiert sein. Er hat im Keller die Leichen einer Familie gefunden. Es scheint, als hätte eines der Waisenkinder von damals etwas damit zu tun. Als wäre nicht nur das Waisenhaus, sondern die gesamte Gegend von einer Art Fluch heimgesucht. Aber Jarek hat ein altes Funkgerät gefunden und versucht, Hilfe zu rufen. Ich hoffe, er kann jemanden erreichen. Sandy ist bei Jarek. Jarek scheint sich überhaupt nicht zu erinnern, dass er diese Stimmen aus dem Funkgerät gehört hat. Er machte gerade wieder einen völlig normalen Eindruck. Ein Glück, Sandy ist jetzt wohl bei ihm. Dann irrt sie nicht mehr alleine durch diesen verdammten Wald. Hilfe ist auf dem Weg. Endlich scheint sich das Blatt zu wenden. Anja hat die Polizei informiert. Anhand der Standortdaten von Ina konnte die nächstgelegene Dienststelle informiert werden. Hilfe ist unterwegs. Das, liebe Zuschauer, werden wir noch herausfinden, ob die Hilfe auch wirklich eintreffen wird. Was natürlich viel spannender ist, es sind zwei Fragen, die jetzt offen sind. Was ist mit Jarek und Sandy? Werden die beiden es schaffen? Und was ist mit Mika? War es die richtige Entscheidung, die linke Tür? Oder war es die falsche Entscheidung, die rechte Tür? Wisst ihr, was ich glaube jetzt gerade, wo ich das nochmal sage? Ich glaube, ich kann das Spiel nochmal neu starten. Ich bin ein Trottel, wisst ihr das? Ich bin ein richtiger Trottel. Ein absoluter Vollidiot. Wir haben doch vorher noch gesagt, dass sie uns verarschen will mit ihrem Ich brauche Hilfe. Und wir wussten es, beziehungsweise unsere Vermutung war richtig, nicht wir wussten es, aber unsere Vermutung war anscheinend richtig, dass sie links war. Hinter der linken Tür war Tammy. Das bedeutet, wir wollten sie ja eigentlich nicht bei Tammy haben, wir wollten sie ja weg von Tammy haben. Das heißt, wir hätten sie bewusst in die falsche Richtung lenken müssen. Das ist gerade der Gedanke, den ich habe. Und ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, dass wir sie damit ins Verderben geschickt haben. Scheiße. Andersrum gesehen kann es natürlich sein, wenn wir jetzt gesagt hätten rechts, dass sie gesagt hätte, nee, ich glaube, es kommt von links, ich gehe da links rein, dass es so oder so passiert wäre, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch. Aber bitte noch nicht spoilern. Beziehungsweise, also jemand, der das weiß, kann natürlich reinschreiben. Ja, ist egal. Du kannst es auch gerne reinschreiben. Dass wir quasi sie entweder zu Tammy oder weg von Tammy locken können. Ob es gut oder schlecht ist, das sollte bitte nicht gespoilert werden. Ich befürchte aber, es ist schlecht und ich befürchte, wir haben sie zu ihr gelockt. Was wir ja eigentlich nicht wollten, aber irgendwie habe ich dann doch so geschaltet, sie wäre unbedingt hin, also helfen wir ihr und ja, scheiße. Naja gut, wir werden herausfinden. Wundert mich, das wäre ein gutes Episodenende gewesen. Was ist mit Jarek und Sandy und was ist mit Mika? Ne, eine schöne offene Frage, schöner Cliffhanger für Episode 3, für die Wartezeit. Ja. Naja, dann werden wir es wohl hoffentlich, beziehungsweise ihr, übermorgen erfahren und ich morgen, wenn ich weiter aufnehme. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge wird auch wieder ein bisschen länger wahrscheinlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession wieder. Wem es gefällt, wie immer gerne Feedback dalassen. Ne, Daumen nach oben, Kommentar, Abo mit Glocke und wer Fragen hat, auf Instagram SebastianYo2. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut.